Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 27. November und ich bin wieder ein Jahr älter geworden. Ließ sich nicht vermeiden, aber das wäre ein anderes Thema. Es ist kalt geworden in Deutschland, gesellschaftlich, aber auch draußen, aber nicht nur dort, sondern auch in den Wohnungen wird es kälter. Ich habe schon in den letzten 2, 3 Wintern nicht mehr geheizt und auch in dieser Heizsaison bleibt bei mir die Heizung kalt. Sind 15 bis 16 Grad bei mir in der Bude. Ich mache das so, wie Herr Schäuble gesagt hat, ruhig sich mal ein bisschen dicker anziehen. Ja, gefütterte Jacke, Fleece-Pullover drunter. Und dann geht das auch schon. Anstatt ernsthafte Probleme zu diskutieren, ist heute die Kapitänsbinde der deutschen Fußballnationalmannschaft das Gesprächsthema allerorten. Und Frau Faeser lässt sich darüber aus, dass diese One-Love-Kapitänsbinde nicht getragen werden darf. Ja, und nun wird das wieder auf dem Rücken der Sportler ausgetragen, das Thema. Nein, das Thema würde dann auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden, wenn man diese Binde tragen würde. Dann würde wieder mal der Sport für ein Politikum missbraucht werden. Wenn ich eine Fußball-Weltmeisterschaft anschaue, dann möchte ich dort Sport sehen und nicht mit der linksgrünen Ideologie konfrontiert werden. Das heißt nicht, dass ich etwas gegen Homosexuelle oder Transmenschen hätte. Das heißt nur, dass ich Sport sehen möchte und dann auch wirklich nur Sport, um mich vielleicht auch mal von diesen Ideologien, mit denen man allerorts bombardiert wird, auch mal abzulenken. Ja, ich höre es schon wieder, Brot und Spiele. Ja, damit hält man das Volk ruhig. Das sehe ich ein bisschen anders. Brot zum Beispiel finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, besser als zu hungern. Und Spiele schaue ich mir auch ab und zu mal gerne an. Das heißt ja nicht, dass die politischen und gesellschaftlichen Themen bei mir in Vergessenheit geraten, nur weil ich mir mal das eine oder andere Fußballspiel anschaue. So einfach kann man sich das nicht machen. Und wenn man sagt, ah, boykottieren, gar nicht erst angucken oder so, das geht ja auch schon wieder in Richtung Verbotskultur. Jeder sollte doch selber entscheiden, was er macht oder lässt. Die Verbotskultur, die wollen wir mal lieber den anderen überlassen, die uns ihre Vorstellung von einer perfekten Welt aufindoktrinieren wollen. In einer Welt, in der es keine Autos gibt und kein Fleisch zu essen gibt. Ich bin Vegetarier, mir würde das nichts ausmachen. Aber das muss halt auch jeder für sich selber entscheiden. Und genauso muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er sich mal ein Fußballspiel oder vielleicht ein paar Sportarten bei den Olympischen Spielen anschaut. Das heißt ja nicht, dass man die Skandale, die es allerorten gibt, dann übersieht oder vergisst. Ja, also hört auf mit dieser Verbotskultur. Da haben wir schon von anderer Seite genug. Da müssen wir nicht auch noch anfangen zu sagen, ja, dann lasst doch die WM ausfallen oder zieht die deutsche Mannschaft zurück oder hört auf, diese Spiele zu übertragen. Das ist doch Unsinn. Wenn wir schon sagen, was hat Sport mit Ideologie zu tun, das sollte man da tunlichst raushalten, dann sollte man auch nicht ins andere Extrem gehen und plötzlich alles verbieten wollen. Natürlich wäre es klüger gewesen, die Weltmeisterschaft vielleicht woanders hinzugeben, aber genau wie mit dem Bezug von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas ist dann die Frage, wo sollte denn eine Weltmeisterschaft stattfinden? Die nächste findet in Nordamerika statt. Und mal ganz ehrlich, die USA sind auch ein Schurkenstaat, wenn auch auf hohem Niveau. Und ist es nicht auch ein Hohn, wenn sich heute die grünen Politiker hinstellen und auf Katar schimpfen, auf die Menschenrechte pochen und dies und das und jenes, ne, sich über die Kapitänsbinde aufregen und über vielleicht Aussagen, die die Kataris bzw. einzelne Funktionäre gemacht haben. Und es gibt kein Alkohol bei den Stadien und so weiter. Und auf der anderen Seite macht Wirtschaftsminister Habeck den Bückling vor den Funktionären dort, um Flüssiggas oder andere Dinge dort zu erwerben. Wo ist denn da der Sinn? Wenn wir wirklich nur noch mit Ländern zu tun haben wollen, die wirklich unsere Werte vertreten, die Menschenrechte einhalten und so weiter und so fort, ja, dann durften wir eigentlich nicht mal mehr mit uns selber Geschäfte machen, denn hier auch in Deutschland werden die Menschenrechte zusehends weniger. Die Kontrolle wird immer mehr, die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt und wenn wir schauen, wie auf den Querdenken-Demos
Menschen von der Polizei grundlos vermöbelt worden sind. Die Videos sind uns vielleicht noch alle so vor dem geistigen Auge präsent. Dann frage ich mich manchmal, wo ist denn der Unterschied zu den Regimen, wo wir anklagen, dass dort keine Meinungsfreiheit, keine Demonstrationsfreiheit oder sonstige Freiheiten vorhanden sind. Sind wir denn wirklich so viel besser? Deswegen empfinde ich auch die Debatte um die Weltmeisterschaft in Katar ein bisschen fragwürdig. Man hat sich ja auch keine Gedanken um die Menschenrechte in Ägypten gemacht, als man dort die COP27 Klimakonferenz abgehalten hat. Denn dort gibt es auch Paragraphen im Gesetzbuch Ägyptens, die zum Beispiel Homosexualität unter Strafe stellen. Aber anscheinend war das kein Grund, dort keine Klimakonferenz abzuhalten. Man ist trotzdem hingegangen. Es ist alles so widersprüchlich heutzutage, dass man sich fragt, was kann man denen denn überhaupt noch glauben? Wir haben Ende November und am Ende des Jahres zieht man dann auch schon mal Bilanz. Und da muss man auch jetzt mal schauen, was wird denn jetzt auch mit der Zielseuche? Immer mehr Bundesländer lockern die Bestimmungen. Und einsam und verlassen steht unser Bundesgesundheitsminister noch da und warnt weiterhin. Wenn wir einen Ausstieg aus der Zielseuche schaffen, dann sicherlich ohne ihn. Denn der wird auch noch in 10 Jahren dastehen und harte Maßnahmen fordern. Denn es könnte ja nochmal eine Welle kommen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz haben sich die politischen Vertreter auf dem G20-Gipfel dazu verständigt, über einen digitalen Impfpass nachzudenken, ohne den man nicht mehr ins Ausland reisen darf. Nun ist die Zielseuche ja schon so gut wie durch, aber wenn man sich schon so vorbereitet, dann kann das natürlich durchaus in dem Bereich des Wahrscheinlichen liegen, dass es zu weiteren Seuchen kommt und dass diese Seuchen dann auch keine Zufälle sind, wenn man da heute schon drüber nachdenkt und dafür plant. Es stellt sich halt die Frage, ob diese Pflicht aufgehoben oder nur aufgeschoben ist, ob sie vielleicht irgendwann durch die Hintertür wiederkommen wird. Und auch andere Dinge beschäftigen uns heutzutage. Ich werde mir dieser Tage einen Gaskocher bestellen, damit ich dann auch in Zeiten des Stromausfalls, so er denn kommen sollte, mir etwas warm machen kann. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass tatsächlich diese Stromausfälle kommen würden, aber dann sollten wir darauf vorbereitet sein, falls sie wirklich Realität werden. Ich habe mir einen Vorrat von Gemüse-Ravioli zugelegt und auch andere Dosen, Gerichte, die man dann schnell auch auf einem Gaskocher erwärmen kann. Man kann damit ein paar Tage Stromausfall überbrücken. Auch habe ich mir einen Wasservorrat zugelegt und wir sollten auch immer daran denken, dass das Leitungswasser ja auch ausfallen könnte, gerade auch wenn man in einem höheren Stockwerk lebt. Das würde dann unter anderem zum Beispiel auch die Kloßpülung betreffen und da habe ich mir ein paar Rollen Müllbeutel besorgt. Die kann man dann über einen Eimer spannen, verrichten und das Ganze dann in der Mülltonne entsorgen, so man dann irgendwann kein Wasser mehr hat für die Toilettenspülung. Möglich ist ja heutzutage alles, man wird ja von allen Seiten darauf eingeschworen, sich vorzubereiten. Also ich glaube immer noch nicht so ganz daran, dass es irgendwann einen Stromausfall geben könnte. Aber ich habe ja auch bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass Russland diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine starten würde. Man muss ja heutzutage mit allem rechnen. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich habe immer jedes Jahr das Wort und das Unwort des Jahres gekürt. Auch in diesem Jahr hätte es einige Worte gegeben, die man durchaus als Unwort oder als Wort hätte verwenden können. Zum Beispiel einer meiner Favoriten als Unwort des Jahres, Sondervermögen. Eine schöne Umschreibung für neue Schulden, für Sonderschulden, die gemacht wurden. Aber ich habe mir dieses Jahr etwas anderes einfallen lassen. Ich werde die Formulierung des Jahres und die schlechteste Formulierung des Jahres küren. Die schlechteste Formulierung des Jahres, und das kann ich auch nicht mehr hören. Auf vielen YouTube-Kanälen wird eine spektakuläre Nachricht verbreitet und dann gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann es nicht mehr hören. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es sicherlich auch noch viele alternative Möglichkeiten zu formulieren, so dass man nicht immer auf diese nervige Aussage zurückgreifen muss und ständig das Ganze wiederholen muss. Also ich kann das nicht mehr hören. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das in jedem zweiten Video hört, das man sich auf YouTube anschaut, dann kann man das irgendwann nicht mehr hören. Und bei mir ist es soweit. Die Formulierung des Jahres ist eine für mich ganz lustige, denn man sagt heute nicht mehr, ja, der und der hat das und das gesagt, sondern man sagt, der stellt sich hin und sagt das und das. Er muss sich erstmal hinstellen und dann etwas sagen. Ich stelle mir das immer bildlich vor, ne? Er stellt sich hin und sagt das und das. Und
Das finde ich immer lustig, also wenn das so formuliert wird. Ja, das ist für mich die Formulierung des Jahres. Okay, der Dezember steht bei uns vor der Tür. Und das bedeutet Adventszeit, das bedeutet Weihnachtszeit. Und das bedeutet dann auch letztendlich das Ende des Jahres. Ich möchte gerne diese Zeit in Ruhe und Besinnlichkeit verbringen und werde voraussichtlich bis Ende des Jahres keine neuen Videos bringen. Das heißt, ich gehe jetzt in die Weihnachtspause und werde mich dann im Januar wieder bei euch melden, werde dann neue Videos hochladen. Bleibt also dran, abonniert diesen Kanal, damit ihr dann auch im Januar wieder die neuen Videos bekommt. Und wenn ihr abonniert oder abonniert habt, dann schaut nochmal bei der Glocke, ob ihr da wirklich auch alle Benachrichtigungen angeklickt habt, damit ihr dann wirklich auch alle Videos erhaltet. Denn wenn ihr zum Beispiel nur personalisiert angeklickt habt, dann sucht YouTube aus, welche Videos ihr von mir zu sehen bekommt. Ich denke auch, dass nicht alle meine Videos über die Benachrichtigung laufen. Schaut auch gerne in regelmäßigen Abständen auf meinen Kanal, ob es da neue Inhalte gibt. Und schaut euch auch gerne die älteren Videos an, denn die sind nach wie vor aktuell. Ja, ich versuche immer meine Videos zeitlos zu gestalten, sodass sie dann halt auch Wochen, Monate oder sogar Jahre später angeschaut werden können und dann sind sie immer noch aktuell. Ich schaue mir selber auch gerne mal ältere Videos an und dann denke ich, Mensch, das habe ich damals schon vorausgesagt oder das ist ja genauso eingetreten. Ne? Oder ja, also schaut euch gerne meine Videos an, auch die älteren. Abonniert auch gerne meine Kanäle auf Telegram. Da kommen auch immer wieder exklusive Inhalte, die ich hier nicht bringen kann, auch von anderen verlinkt. Und abonniert auch gerne meinen Rumble-Kanal. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Ne? Denn es kann sein, dass ich mal bei YouTube nicht mehr geduldet werde. Dann ist Rumble mein Ausweichkanal. Und wie gesagt, auf Telegram würde es dann auch weitergehen. Lasst gerne einen Daumen da und empfiehlt meine Videos und meinen Kanal auch weiter. Hier unten gibt es irgendwo einen Knopf, der heißt Teilen. Da kann man dann über bestimmte Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp die Videos weitergeben. Man kann auch den Link kopieren und bei Messenger-Diensten einfügen oder auch bei sozialen Medien, bei Facebook. Man kann es als E-Mail verschicken. Da würde ich mich also sehr freuen, wenn ihr meine Videos auch anderen weitergebt, die es interessiert oder die es interessieren sollte. Und lasst auch einen Daumen da. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Rest vom Jahr, frohe Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr sehen, wenn etwas Spektakuläres geschieht oder eine Eilmeldung nötig ist, dann würde ich mich nochmal melden. Aber ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Gerade auch eine gesegnete Adventszeit, einen guten Übergang ins neue Jahr. Alles Liebe, alles Gute und viel Glück. Euer Alex von Mackie.